Dies ist ein authentischer Erlebnisbericht meines Besuches, der Dauerausstellung der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Das ehemalige Stasi-Gefängnis für politische Häftlinge des SED-Regimes ist ab sofort auch mit Augmented Reality neu erlebbar. Ich beginne den Rundgang, indem ich die Markierung an der Wand scanne. Dann übernimmt ein Machine Learning-Modell die Raumerkennung und platziert die Inhalte zentimetergenau, ohne dass ich weitere Markierungen scannen muss. Objekte, die nicht mehr funktionsfähig sind, können als 3D-Modell auch im Detail untersucht werden. Plötzlich erscheint eine volumetrische Aufnahme einer Zeitzeugin. Ich nähere mich ihr, um von ihr persönlich über den harten Alltag ihrer Gefangenschaft zu erfahren. Ich betrete einen weiteren unmöblierten, trostlosen Raum. Keine QR-Codes oder andere Markierungen stören das authentische Erlebnis meines Besuches. Plötzlich treffe ich erneut auf zwei Zeitzeuginnen, die mir einen Einblick in den Häftlingsalltag und die Ungerechtigkeit hinter diesen Mauern geben. Alles ist fast, als wäre das Gefängnis eben erst stillgelegt worden. Der Raumerkennungsalgorithmus ermöglicht den Museumskuratoren, jegliche Markierungen, QR-Codes oder Infoschilder im Ausstellungsraum zu entfernen und die Gedenkstätte in voller Authentizität zu bewahren. Zehntausende Schüler besuchen jedes Jahr das ehemalige Stasi-Gefängnis. Durch die Verwendung von Augmented Reality gelingt es, die dunkle Vergangenheit der Geschichte auf eine zeitgemäße Art und Weise zu vermitteln und mit Respekt in Erinnerung zu behalten.